Leute, heute knöpfen wir uns mal die drei Ratten und zwei Schas vor, hier in Scharmützelzüge, in der Wüstenhitze. Unser Level heißt Inselparadies und ja, jetzt beginnen wir mal hier eins nach dem anderen die Sache hier richtig heranzunehmen. So, damit uns hier die Jungs nicht über den Haufen rennen, bauen wir uns erstmal hier zwei fette Türme auf, um hier etwas Verteidigung und Widerstand hier zu leisten. Denn wir brauchen ja hier keine unangenehmen Besucher, würde ich mal sagen. Ich bevorzuge ehrlich gesagt die Armbrüste, aber die Bogenschütze, die tun es ja auch dabei mal für den Anfang. Nicht zu vergessen, wir brauchen auch natürlich eine starke Verteidigung hier. Zwar große, schöne Mauern. Naja, ich muss ehrlich sagen, ich bin zwar nicht so kreativ darin, aber sie bieten dann doch den jeweiligen Schutz an und das reicht für mich dabei mal. Und nicht zu vergessen, ein großes Torhaus muss ja auch dabei sein. Die Jungs, die fetten Jungs, die müssen ja da rauslaufen können. Was ich wirklich fast bei jedem Spiel einfach gebrauchen kann, beziehungsweise was auch für euch gut wäre, wäre auf jeden Fall dieser Marktplatz. Man muss halt ein bisschen sparen dafür, aber er bietet euch so viel Flexibilität an, wenn es darum geht, um es schnell zu verkaufen und die Ware. Ihr könnt die genau einstellen, wie ihr die haben wollt. Also ich meine, vom Verkauf her und vom Kaufen her, was für Material ihr braucht oder was ihr nicht braucht und verkaufen könnt und halt es halt im Spiel zu verwenden. Und das ist dann doch sehr praktisch, wenn es automatisch geht. Jetzt kommen wir zu meinen absoluten Lieblingsschwertkriegern. Und zwar die arabischen Schwertkriegern. Die sind doch wirklich bei jedem Spiel einfach top. Die durchrennen einfach jede Mauer. Also ihr müsst halt eine gewisse Menge ansammeln. Aber sobald ihr die Menge habt, die ihr braucht, vor allem für die Ratte und für den Schar, das sind ja kleine Gegner, die rennt ihr ja easy durch da die Torhäuser. Einfach ein paar sammeln und los geht's. Eine Nachricht der Nacht. Das Land gehört meiner Familie, Emporkömmling. Wir werden für euer unverschämtes Einbringen bezahlen. Eine Nachricht der Nacht. So, jetzt jagen wir hier die Schwertkämpfer durch die Mauern durch. Zu der ersten gelben Ratte. Und die Bude wird jetzt ordentlich gesäubert hier. Ja, dass hier mal was weitergeht. Mein Gott, ist der grob zu mir, hey. So ein elender Bauer bin ich auch nicht. Der übertreibt ja wieder. Was soll ich sagen? Das hat er davon. Grüne Ratte erstmal hier besichtigen, wie es hier ausschaut, aber schaut mager aus. Der Schar dagegen hat eine doch sehr sympathische kleine Festung und ja, die wir auch natürlich durchdringen werden. Leute, nehmt euch ans Herz, eure Schwertkrieger wieder heilen zu lassen. Damit spart ihr euch um einiges an Gold und ja, es ist halt eine gute Taktik, die halt dazugehört. Und sobald ihr ready seid und eure Truppe schon vollendet habt, dann gehen wir auf den Weg zum nächsten Gegner. Um hier die Abwehr noch etwas zu optimieren, da empfehle ich auf jeden Fall ein paar Schwertkämpfer noch hier vor die Burg zu stellen, um einfach diese Katapulte, diese lästigen oder die Ballisten einfach mal aus dem Weg zu räumen. T
Der Oberfeldwebel. Leute, der ist echt wichtig. Vor allem für die Bogenschützen, für die Armbrüste. Das ist eine super Abwehr für die ganzen Bogenschützen, für die Krieger, wenn ihr zum Beispiel der Burg angreift. Also auf jeden Fall einen Oberfeldwebel mitnehmen. Zwar ist der langsam, aber der wird euch sehr viel helfen beim Spiel. Weil einfach die Abwehr um einiges stärker ist, der Spieler, der Krieger. Das kann man ja ganz leicht erkennen unter dem, also wenn über den Köpfen ein Pluszeichen steht. Das bedeutet, dass die extra Plus an Abwehr haben. Sagen, die kosten echt viel Gold und auch an Ausrüstung brauchen die einiges, aber es rentiert sich auf jeden Fall. Ich gehe ja schon gleich. Ich mache nur schnell was, erledige schnell was und dann sind wir schon wieder weg. Und wieder zurück zur Basis. Die Jungs müssen ja wieder geheilt werden, also ich brauche ja starke Männer und fitte Männer. Ehrlich gesagt dauert dieser Heilprozess schon etwas lange, aber naja, man muss sich halt ein bisschen Zeit nehmen für das Game, das ist einfach so. So, die Mannschaft wieder vereint und wir können uns direkt zu den nächsten Gegner begeben. Alle in einer Reihe, meine kleinen Kinder. Ja.
Leute, seht ihr diesen Typen, der da oben hochgeklettert ist heute? Das ist ja voll der Bergmann hier, Bergsteiger. Ich muss sagen, der Char ist echt sympathisch, also er ist eigentlich schon mein Lieblingsgegner. So, jetzt bringen wir etwas Abwechslung hier ins Spiel rein und holen uns noch die Katapulte und die Schutzschilder etwas dazu, um hier ein bisschen gröber aufzumischen. Eine Nachricht vom Schaf. Leute, das ist jetzt unser letzter Gegner. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es etwas gibt, was ich noch verändern sollte an meinen Kommentaren, dann ich liebe Kritik. Sagt es mir ruhig, gerne. Schlacht erwartet uns. Für den Sieg. Sieg! Wiegen sich die Palmen im Wind, fallen die Nüsse geschwind. Danke nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Bärchen am Mike.